Die Balea Dresdner Essence. Fresh Flower. Productum Temptation. Chlorkügel. Kügel. Die Blue. Och. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen bei Nikas Beauty Kiste. Ich bin Nika und ich begrüße euch zu meinem neuen Video. Heute gibt's das Aufgebraucht vom Monat September. Wenn euch das interessiert, dann bleibt jetzt einfach dran. So, der September war auf jeden Fall sehr aufbrauchstark. Ich habe jede Menge aufgebraucht im September. Ich habe so eine grobe Vorsortierung, aber ich fange erstmal an mit den Produkten, die ich nicht aufgebraucht habe, sondern aussortiert. Das ist einmal so ein Brush Cleaner, also so ein Ding, wo man seine Pinsel drauf rumschrubbeln kann, damit die sauber sind. Das habe ich, glaube ich, mal von Wish oder von Amazon oder sowas. Ich habe jetzt aber ein schöneres von DM, glaube ich. Und deswegen sortiere ich das hier jetzt aus, vor allen Dingen, weil irgendwann meine Finger abgestorben sind, weil man das da so reintun muss. Und irgendwie nach 30 Pinseln ist mir dann fast meine Finger abgefallen. Demnach kommt das jetzt weg. Auch aussortiert haben wir dieses Deo von Duschdas. Mein Mann mochte das überhaupt nicht. Er sagt, das macht weiße Flecken und er kriegt da immer gleich die Krise. Deswegen wandert dieses voller Duschgel auch Duschgel. Dieses Deo auch in Müll, weil. Oder ich gebe das jemand anders. Ich schau mal. Aber auf jeden Fall wird das jetzt aussortiert. Dann kommt dieser Lip Liner von Revolution weg in der Farbe, weil der echt so überhaupt gar nicht malt. Ach nein. Haha, ich weiß nämlich. Ja, genau. Er war erstens nicht gut und zweitens habe ich jetzt versucht, ihn anzuspitzen und dann ist das hier passiert. Ja, da ist nichts mehr drin jetzt. Keine Ahnung. Ja, ich habe ihn jedenfalls nicht angespitzt bekommen, deswegen kommt er jetzt weg. Auch aussortieren tue ich diese 3-in-1 Maske. Also das ist Reinigung, Peeling, Maske von Botany Care. Das ist die Eigenmarke von Botany. Kommt jetzt weg, weil ich glaube, die ist gekippt. Sie riecht auf jeden Fall überhaupt nicht mehr gut und deswegen kommt sie jetzt weg. Auch aussortiert habe ich diesen Lip Balm, Tinted Lip Balm von Alverde. Ich fand den überhaupt nicht gut, mal ganz abgesehen davon, dass der sehr, sehr hart war. Finde ich auch, macht der überhaupt nichts. Also ich finde, der pflegt nicht schön. Deswegen sortiere ich den auch aus. Und dann sortiere ich noch diesen hier aus. Das ist ein Nagellack von Blackbird. Da steht drauf Neu Gel Look. Also neu war das so, als ich den gekauft habe, schon eine Weile her. Auf jeden Fall nervt mich, dass der nie richtig durchtrocknet. Der braucht Ewigkeiten, um richtig durchzutrocknen. Und wenn du das Gefühl hast, er ist schon angetrocknet, dann ballerst du dir ja trotzdem noch irgendwie eine Kinke rein und da habe ich keine Lust drauf, das ist mir zu kompliziert, deswegen geht der auch. Dann sortiere ich noch zwei Beauty Blender aus, weil die mir nicht gefallen. Und beide sind aus dem Lidl Set. Bei Lidl gab es mal ein Beauty Blender Set, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das einmal der, weil den finde ich sehr unpraktisch von der Form. Und der hier ist mir einfach zu hart. Und irgendwie habe ich das Gefühl, die funktionieren nicht gut, deswegen kommen die jetzt weg. So, ich glaube, das waren soweit die aussortierten Sachen. Jetzt machen wir mal weiter mit Baden. Da habe ich einmal diese Balea Sprudel Badekugel aufgebraucht. Mit belebendem Duft. Ja, mit welchem Duft denn? Keine Ahnung, Be Happy steht da drauf. Ich finde halt, diese Badebomben und Badekugeln sind verdammt teuer dafür, dass sie gefühlt nichts tun. Also sie sprudeln ein bisschen rum, ja gut, aber ich meine, aus dem Alter sind wir raus, oder? Ich meine, das ist eher so für Kinder, glaube ich. Auf jeden Fall würde ich mir die nicht nachkaufen, weil ich finde, das ist Geldverschwendung. Die färben nur das Wasser ein bisschen ein und sprudeln ein bisschen und mehr tun sie irgendwie nicht. Also riechen tue ich sie nie. Keine Ahnung. Nee, würde ich mir nicht wieder kaufen. Und dann habe ich nochmal zwei Badebomben aufgebraucht. Ich glaube, die sind auch von DM. Da hatte ich einmal eine Wassermelone. Das war auch in Form einer Wassermelone. Und einmal Erdbeere. Und das war auch in Form einer Erdbeere. Und die Sachen
Rochen so sehr gut, aber in der Badewanne, wie gesagt, der Geruch ist ganz, ganz schnell weggegangen. Und dann hatte man nur noch die Farbe vom Wasser und das Gesprudel und brauche ich nicht. Also würde ich mir nicht wieder kaufen. Ich habe mir vorgenommen, dass ich keine Badebomben mehr kaufe. Bis auf eine, die stelle ich euch irgendwann mal vor. Die finde ich echt cool, aber auch nur, weil sie das Wasser richtig dunkel lila macht mit Glitzer. Das sieht halt richtig cool und richtig creepy aus. Aber das mag ich. Kommen wir mal zu Masken. Ich habe recht viele Masken aufgebraucht tatsächlich. Fangen wir an mit Garnier Hydra Bomb Tuchmaske. Die lilane. Fand ich sehr gut. Würde ich mir auch wieder nachkaufen. Die Balea Folien Tuchmaske. Fand ich auch sehr gut. Würde ich mir auch wieder nachkaufen, wenn das jetzt keine limitierte Edition war, weil da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber die finde ich auch sehr gut. Die würde ich mir auch kaufen. Wieder kaufen. Dann habe ich hier die Balea Tuchmaske mit Melon. Die fand ich auch sehr gut. Die hat gut gerochen. Die hat viel Wasser gespendet. Feuchtigkeit gespendet. Die würde ich mir auch wieder kaufen. Wow, ich würde mir ja sehr viel wieder kaufen, ne? Ich habe noch Badezeug gefunden übrigens. Dann einmal von The Beauty Mask Company. Diese Maske, die finde ich ganz okay. Die habe ich auch schon mehrmals gehabt und gekauft und ausprobiert. Ich finde es okay, aber zu meinen Lieblingen gehört es jetzt nicht. Aber ich kaufe sie trotzdem irgendwie öfter mal nach. Aber ja, genau. Also bedingt würde ich die wieder kaufen. Und dann habe ich aufgebraucht Balea Beauty Therapy Folientuchmaske. Würde ich auch wieder kaufen, weil ich mag diese Folientuchmasken teilweise sogar noch ein bisschen lieber als die nur aus Tuch. Ergibt das Sinn? Irgendwie Tuch, ja. Aber diese Folientuchmasken finde ich noch einen Ticken cooler, deswegen die würde ich mir auf jeden Fall alle wiederholen, weil die sind richtig schön kühlend und ich habe das Gefühl auch abschwellend und finde ich richtig gut, würde ich mir wieder kaufen. Probiert die doch auch mal aus. So, dann habe ich noch einmal zum Baden gefunden. Einmal Dresdner Essenz, Gedankenreise, Pflegebad mit inspirierendem Duft. Ja, ob das inspirierender Duft ist, weiß ich nicht. Aber ich glaube, darüber hatte ich schon mal geredet. Dresdner Essenz, die Badezusätze, habe ich bisher noch keinen gefunden, der mich richtig umgehauen hat. Also den hier würde ich mir auch nicht wiederholen. Ich weiß nicht. Vielleicht finde ich ja mal einen, der mich richtig umhaut von der Marke. Aber bisher ist das halt noch nicht passiert. Dann habe ich einmal eine Mini-Probe von der Estée Lauder Double Wear aufgebraucht. Die finde ich sehr gut und die ist auch sehr empfehlenswert und die kann ich euch auch empfehlen, dass ihr euch die mal holt. Ich finde die super. Also lohnt sich auf jeden Fall der teurere Preis. Kommt halt drauf an, ob die auf eurer Haut sitzt. Aber ihr könnt euch das ja bei Douglas mal auftragen lassen und dann entscheiden. Aber für mich ist die super und die würde ich mir auch nachkaufen. Ich habe sie aber in groß noch. Dann habe ich einmal Directions aufgebraucht in Lagoon Blue. Ja, ihr wisst, ich hatte blaue Haare. Jetzt habe ich hier lila. Ich sollte vielleicht mal gerade sitzen, dann sieht man das auch. Ja, jetzt habe ich lila, aber es ist ein bisschen rausgewaschen schon. Also kommt noch ein bisschen besser. Ja, die würde ich mir nicht nachkaufen, weil ich bin nicht so überzeugt von den Directions. Ich würde mir die lieber holen von L'Oréal. Das ist, glaube ich, die ich sehr gut finde. Ja, aber die würde ich nicht nachkaufen. So, dann habe ich zweimal Abschminktücher aufgebraucht. Einmal die schwarzen von Nivea, einmal die rosanen von Nivea. Ich mag die von Nivea am liebsten und ich probiere einfach auch nicht mehr so viel rum jetzt, weil ich meine Idealen gefunden habe und das sind die von Nivea und dann nehme ich halt mal die und mal die. Also da habe ich jetzt keine Vorlieben. Aber auf jeden Fall, die Nivea kommt immer wieder mit. Dann habe ich einmal ein Parfüm aufgebraucht von Adidas. Das Fruity Whitman. Ja, also ich bin halt eher der Typ für sportliche Düfte oder frische Düfte. Ich mag so blumige Düfte nicht so. Demnach fand ich das sehr gut. Allerdings nachkaufen würde ich es mir wahrscheinlich nicht, weil ich glaube, das einzige Parfüm, was ich mir jemals nachgekauft habe, ist von Jil Sander das Sun. Das geht irgendwie schon seit Jahren und alle anderen langweilen mich halt irgendwann. Mal gucken. Aber das würde ich mir wahrscheinlich erstmal nicht nachkaufen. Dann habe ich zweimal Wattepads aufgebraucht. Einmal die
größeren und einmal die kleineren. Jean Carroll, das sind die von Budney. Wie gesagt, da kaufe ich immer einfach irgendwelche, aber die finde ich jetzt gerade sehr gut. Vielleicht kaufe ich auch die immer bei Budney. Mal gucken. Auf jeden Fall fand ich die gut und die müssen halt auch immer mit einmal die großen und einmal die kleinen. Dann habe ich einmal Küchentücher aufgebraucht in einer Special Edition. Die waren auch von Budney. Ich sehe gerade gar keine Marke, welche so. Naja, ich finde gerade keine Marke, aber die waren von Budney und die waren mit so Dinosauriern drauf, glaube ich. Ja, die waren mit so Dinosauriern drauf. Fand ich süß. Küchenrolle braucht man halt immer mal. Dann habe ich einmal Klopapier von Alouette aufgebraucht. Alouette ist die Eigenmarke von Rossmann. Würde ich wieder nachkaufen, bin ich sehr zufrieden mit. Habe ich, glaube ich, auch nachgekauft, Alouette. Ja, kaufe ich eigentlich immer wieder. Dann habe ich einmal eine Nachtcreme aufgebraucht von Budney Care. Also auch die Eigenmarke von Budney. Die war okay. Ich habe sie auch aufgebraucht, aber ich würde sie mir nicht wiederholen. Also ich finde erstens, sie riecht nicht angenehm und ja, reicht doch, oder? Ich würde sie mir nicht wieder kaufen. Und dann habe ich einmal die von Venus oder Venus oder so aufgebraucht. Gibt es bei Douglas. Die war dementsprechend auch ein bisschen teurer. Die fand ich besser als die Budney Care. Allerdings würde ich die wahrscheinlich erstmal auch nicht nachkaufen oder vielleicht doch. Ich weiß nicht, möchte mich noch ein bisschen rumprobieren. Ich habe noch nicht so viel rumprobiert bei Cremes. Aber die fand ich gut, aber erstmal würde ich sie mir nicht nachkaufen. Das ist übrigens die Beauty Detox Day Cream. Dann habe ich einmal eine Duftkerze aufgebraucht von Glade. Geruchsrichtung weiß ich jetzt nicht, aber es riecht irgendwie bärig. Ja, habe ich jetzt aufgebraucht. Hole ich mir dann wieder eine. Ich kaufe mir im Winter immer mal welche, weil da finde ich das ganz spannend. Im Winter finde ich die ganz gut, da kaufe ich mir immer mal wieder welche. Dann habe ich einmal feuchte Allzwecktücher aufgebraucht von Denkmit im Duft Apfelblüte. Das fand ich sehr gut. Könnte auch zu einer Favoriten-Geruchsrichtung von mir werden. Mal gucken, ob es den Granatapfel auf Dauer ablösen kann. Aber die fand ich auch sehr gut und die würde ich mir auch wieder nachkaufen. Dann habe ich einmal so eine Sprühhaarkur aufgebraucht. Frag mich jetzt nicht nach der Marke, das habe ich in Spanien gekauft. Damals auf Fuerteventura, weil ich meins zu Hause vergessen hatte. Und ich habe es endlich geschafft, diese Riesenflasche aufzubrauchen. Da waren 400 Milliliter drin. Es hat Ewigkeiten gedauert und ja. Jetzt ist sie leer. Ich fand sie okay, aber ich mag meine Garnier. Ist das Garnier? L'Oreal? Keine Ahnung. Auf jeden Fall mag ich die lieber und ja, die würde ich mir nicht nachkaufen. Mal ganz davon ab, dass man sie hier in Deutschland nicht kaufen kann. So, dann hat mein Mann einmal Rasiergel aufgebaut von Gillette. Er nimmt immer das von Gillette, ist sehr zufrieden damit und ich kaufe das immer wieder nach. Dann habe ich einmal ein Deo aufgebraucht von Nivea, das Fresh Flower. Fand ich geruchstechnisch okay, würde ich mir aber nicht wieder nachkaufen, weil so zufrieden war ich jetzt auch nicht damit. Und ihr wisst, mit Deos ist das so eine Sache und mit Düften, ich habe halt gerne unterschiedliche. Dann habe ich einmal Sacrotan als Zweckreinigungstücher aufgebraucht in Duft Granatapfel und Limette. Die rochen sehr gut und die würde ich mir auch wiederholen. Die habe ich immer mal auf der Toilette liegen, um mal über die Toilette drüber zu wischen, zwischendurch mal schnell. Ja, und dafür kaufe ich mir die auch nach. Dann habe ich einmal Seife von Sacrotan aufgebraucht. Und zwar in dem Duft Lotusblüte, Kamillenöl und Hydra Care. So sieht es aus. Ja, würde ich wieder nachkaufen. Geruchlich war das okay, roch halt nach normaler Seife. Ich wechsle da immer mal die Düfte, beziehungsweise die Düfte, ja. Aber auf jeden Fall diesen One-Touch kann ich euch empfehlen, vor allen Dingen, wenn ihr Kinder habt. Aber auch ohne Kinder kann ich euch das empfehlen. Ja, kaufe ich sowieso immer wieder nach, aber das würde ich auch wieder nachkaufen. So, dann hat mein Mann noch ein Reisedeo aufgebraucht von Axe.
Das Eichchill ist er auch sehr zufrieden mit. Er steht auf Axios und die kaufe ich ihn immer, wenn er unterwegs ist, dass er was mitnehmen kann und keine Riesendose mitnehmen muss. Würden wir wieder nachkaufen. Dann habe ich noch Feuchttücher aufgebraucht. Zwei von Baby Dream und eine von Budney Baby. Die von Baby Dream würde ich nachkaufen, die von Budney Baby nicht. Ja, habe ich glaube ich schon oft genug was zugesagt zu den Feuchttüchern, wofür ich die brauche und warum ich die von Rossmann am liebsten mag. Ja, muss ich glaube ich nicht mehr viel zu sagen. Dann hat mein Mann noch ein Axe-Deo Dark Temptation aufgebraucht. Ja, den Geruch mag er glaube ich am liebsten und ich glaube ich auch, wenn ich ehrlich bin. Trotzdem kaufen wir immer mal was Neues, weil da muss er durch, ne? Ich mag halt schnell. Nein. Ich mag halt gerne neue Düfte und da muss er halt auch durch. Deswegen kriegt er immer mal was anderes, aber ich glaube, das ist unser Lieblingsduft, ich glaube, von uns beiden. Dann habe ich einmal von Prius Spülmittel aufgebraucht. In Be Happy, das hat nach Erdbeere gerochen und ich würde es auch wieder nachkaufen und euch auch empfehlen, aber es war eine Limited Edition. Aber Priel habe ich jetzt, glaube ich, auch wieder nachgekauft. Ja, finde ich, funktioniert am besten, kann ich euch empfehlen. Und das roch echt richtig lecker. Aber es war eine Limited Edition, also kann man das nicht nachkaufen. Dann habe ich einmal Mikrofaser-Allzwecktücher neu gekauft. Also die, die man mehrfach benutzt, ja, die man waschen kann. Da habe ich einmal neue gekauft, weil die alten schon so schmuddelig waren und nicht mehr schön. Ja, habe ich neue gekauft. Ich glaube von. Waren die jetzt von Penny oder von Budni? Eins von beiden, keine Ahnung. Dann habe ich einmal WC-Hänger oder dreimal WC-Hänger aufgebraucht, weil das ist ein Dreierpack gewesen von WC Frisch. Eigentlich mag ich WC Frisch ja sehr gerne. Aber die würde ich nicht wieder kaufen, weil die hatten da so eine Chlorkugel mit drin. Und das Problem war, dass die blauen Kugeln schon aufgelöst waren. Und diese die Chlorkugel wollte sich einfach nicht auflösen. Und es hat mich genervt. Und deswegen würde ich dieses Dreierpack speziell mit dem Chlor nicht nachkaufen. Dann habe ich zweimal Müllbeutel aufgebraucht von Budni. Einmal die großen 60 Liter und einmal die kleinen 25 Liter. Brauche ich halt immer für meine Mülleimer. Bin ich auch sehr zufrieden mit übrigens. So, mein Mann hat noch einmal Taschentücher aufgebraucht von Tartü, also Penny Eigenmarke wieder. Ja, ist er zufrieden mit. Alles gut. So, dann habe ich einmal den Spiritusglasreiniger von Frosch aufgebraucht. Und, oh, ich werde mir keine Freunde machen, aber ich mag den überhaupt nicht. Der Geruch ist völlig eklig, widerlich, ich weiß es nicht, ich mag das überhaupt nicht. Und ich fand jetzt auch nicht, dass er so viel geiler war als die Eigenmarken an Glasreiniger. Also den würde ich mir nicht nachkaufen. Nix für mich. So, dann habe ich noch zwei Schwammtücher neu gekauft. Ja, von der Marke. Keine Ahnung, wo das her ist. Ja, habe ich auf jeden Fall neue mal gekauft. So, dann habe ich Duschgel aufgebraucht. Eins, ja, eins. Und zwar einmal dieses Duschgel hier. Das habe ich wie schwer, unschwer zu erkennen, zu meinem 30. Geburtstag bekommen. Habe ich aufgebraucht, ja, roch wie Sebamed eigentlich. Demnach ist es zu unspektakulär für mich und ich würde es mir nicht wieder kaufen, aber es ist ja auch wie so ein Geschenk. Also, warum sollte ich das nachkaufen? Aber wer 30 wird, freut sich da bestimmt drüber. Dann habe ich einmal, oder nicht ich, mein Mann, hat hier dieses Duschgel von Call of Duty aufgebraucht. Ja, war geruchlich, glaube ich, okay. Ja, geruchlich war, ist okay. So leicht männlich nur, aber doch ganz angenehm. Hat er aufgebraucht. Würden wir aber nicht nachkaufen. Das ist von Primark gewesen und das war halt in der Kulturtasche dabei. Also ich habe eine Kulturtasche gekauft von Call of Duty und da war das mit drin. Deswegen hat er es aufgebraucht, aber kaufen, nochmal kaufen würden wir es wahrscheinlich nicht. So, dann habe ich einmal Bodylotion aufgebraucht von Kneipp. Die fand ich sehr gut. Auch so leicht zitrisch. Ja, war gut, würde ich mir aber trotzdem nicht nachkaufen, weil.
Achso, ja, was ich auch gut fand, die war sehr, sehr schnell eingezogen. Das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Ja, aber ich würde es mir trotzdem nicht nachkaufen, glaube ich. Ich bin halt bei Düften, da muss immer mal was Neues hin, sonst langweile ich mich. Oh, dieses Video wird endlos gehen. Dann habe ich zweimal Spülung aufgebraucht. Einmal von Garnier Fructis, Schadenlöscher. Das hat sehr gut gerochen, hat meinen Haaren sehr gut geholfen. Also das würde ich schon wieder nachkaufen. Und dann habe ich einmal von New, wie heißt das? Refresh with New Peach. Fand ich okay, aber ich kaufe mir die Spülungen jetzt nicht mehr nach von New. Nicht, weil ich sie nicht mag oder so. Ich habe aber halt das Gefühl, dass sie nicht genug tun für meine Haare. Und ich bin eh nicht so der Fan von Spülungen, sondern meine Haare brauchen eher eine Kur. Deswegen würde ich mir die Spülungen nicht nachkaufen. Und dann habe ich noch zweimal Shampoo aufgebraucht. Beide von New. Einmal hier das Cookie. For the sweetest cookie in the jaw. Das riecht halt nach Cookie, nach Keks. Fand ich sehr gut. Ja, das ist halt diese Winteredition. Weiß ich aber nicht, ob ich es mir nachkaufen würde. Komme ich gleich zu. Ich habe nämlich noch eins von New. Und zwar das Peach-Ding. Das riecht richtig, richtig, richtig gut. Alle beide. Also die von New riechen alle richtig gut. Das muss ich leider, nicht leider, das muss ich sagen. Aber, jetzt kommt das Aber. Die sind silikonfrei, was ja, ich glaube, eigentlich gut sein soll. Aber meine Haare finden das überhaupt nicht gut und ich habe richtig Probleme, mir die Haare durchzukämmen, seitdem ich diese Shampoos benutze. Und ich glaube oder ich vermute einfach mal, dass es daran liegt, dass die keine Silikone haben und meine Haare, warum auch immer, irgendwie diese Silikone brauchen. Und deswegen, also ich habe jetzt nochmal mir die neue Sorte von New geholt, weil die einfach so gut riechen. Aber danach werde ich mir wahrscheinlich wieder Shampoo mit Silikon holen. Ihr könnt mir ja mal eure Erfahrungen irgendwie in die Kommentare schreiben, was ich da verkehrt mache oder so. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, und es ist wirklich erst seitdem ich diese silikonfreien Kaugummis, nein, diese silikonfreien Shampoos benutze, erst so extrem. Ja, keine Ahnung, schreibt mir auf das jeden Fall, also schreibt mir das auf jeden Fall mal. Genau. Aber ansonsten geruchlich und so würde ich sie mir auf jeden Fall nachkaufen. Und dann habe ich zu guter Letzt, ja, letztes Produkt, habe ich noch einmal das Trockenshampoo von Batiste aufgebraucht in der Variante Sherry. Ist bisher mein liebstes Trockenshampoo, allerdings bin ich auch noch nicht hundertprozentig zufrieden damit. Also riechen tut das gut, aber mich nervt der weiße Schleier, gerade mit meinen dunklen Haaren nervt er mich. Ja. Aber sonst ist das okay. Ich muss gucken, ob ich noch ein geeigneteres für mich finde. Aber das ist jedenfalls erstmal mein Feedback dazu. Also ich würde das schon wieder kaufen. Aber ich probiere noch ein bisschen rum. Ja, ihr Lieben, das war es jetzt auch endlich mal. War ja auch lang genug jetzt das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn das so ist, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Folgt mir auch gerne auf Instagram und dann verlinke ich euch hier jetzt zwei weitere Videos auf meinem Kanal und hier könnt ihr mich abonnieren. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Tschüss!